Herr Regierungschef Tschütscher, der Landtag hat am 8. Juni in erster Lesung das neue Steuergesetz beraten und es grundsätzlich für sehr gut, für gelungen befunden. Was hat denn jetzt die Regierung auf die zweite Lesung hin noch geändert? Ja, es sind ein paar Punkte, wo der Landtag uns noch Aufträge erteilt hat, gute Anregungen gemacht hat im Bereich von der Gemeinnützigkeit, das ist der erste Punkt. Dort geht es darum, es ist drin gewesen, dass man nur ausschließlich gemeinnützig tätig sein darf, wenn man die Steuerbefreiung beansprucht. Da haben wir jetzt eine gewisse Aufweichung. Wir haben das auch rechtsvergleichend noch einmal angeschaut. Und ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist, wo sicherlich positiv aufgenommen wird, dass wir das geändert haben. Privatvermögensstrukturen, da ist der Landtag auch noch einmal mit Fragen an uns hergetreten und wir haben die noch einmal angeschaut. Wir haben den Bereich von der wirtschaftlichen Tätigkeit unter einem europäischen Aspekt noch einmal angeschaut und dort eine neue Formulierung vorgeschlagen. Ich glaube, dass das auch dem entspricht, was der Landtag gefordert hat. Und Kontrollbefugnis ist dort auch noch ein Thema gewesen. Dort haben wir Erläuterungen gemacht. Alle anderen Punkte sind wesentlich ein Erläuterungen. Wir haben noch ein paar technische Aspekte noch einmal aufgegriffen, wo wir von uns aus ein paar Änderungen gemacht haben, Gruppenbesteuerung, aber nicht den Punkt, wo irgendwas gefördert könnte in dieser Vorlage. Grundstückbesitzer dürfen auch aufatmen. Ja, das haben sie schon mit der Vorlage am 8. Juni dürfen. Dort hat es eine Diskussion gegeben, die, glaube ich, auch auf Missverständnis beruht hat. Wir haben jetzt noch einmal eine Klarstellung gemacht. Grundstück und Gebäude werden zum Ertragswert, mindestens zum Steuerschätzwert, bewertet und damit ändert sich nichts. Wir haben das noch einmal klargestellt, indem dass wir die Bestimmung aus dem bisherigen Absatz 1 rausgenommen, einen eigenen Absatz 2 gemacht haben und damit ist es, glaube ich, endgültig klargestellt und ist auch das Zeichen da, wo wir setzen wollen. Keine Freude, mit denen werden die Treuhänder heim, Land, Mindestertragssteuer für Sitzgesellschaften wird jetzt erhöht von 1.000 auf 1.800 Franken. Wäre da kein Kompromiss möglich gewesen, 1.200, 1.500 Franken? Wir haben die Vorgabe gehabt, Budgetneutralität, das ist, hat die Regierung schon vor Jahren entschieden. Auch in geänderter Umwelt haben wir uns die Vorgabe gegeben. Ich glaube, es ist nicht am Ende des Tages nicht entscheidend, ob das 1.500 oder 1.800 Franken sind, auch aus Sicht vom Markt. Wir sind der Ansicht, dass das durchaus eine verträgliche Größe ist. Eine Änderung haben wir gemacht. Die Rechtsformneutralität in die Bestimmung eingebracht. Mit der ursprünglichen Vorlage wäre es ja so gewesen, dass die Aktiengesellschaften zum Beispiel 3.000 Franken Mindestertragssteuer hatten. Jetzt haben wir es als absolute Größe fixiert. Und ich habe Gespräche auch mit Marktteilnehmern. Das wird auch schon mittlerweile ein bisschen lockerer gesehen und ein bisschen entspannter. Und die Interessensvertreter sind ja da, möglichst das Beste rauszuholen. Wir müssen eine politische Bewertung vornehmen. Und ich glaube, das haben wir jetzt da gemacht. Und ich glaube, mit dem kann am Schluss so jeder leben.